Ein toller Schuss mit viel Gefühl. Der Ball dreht sich super ins Tor, ganz stark gemacht. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Nun Dani Alves. Klasse Aktion, Ball ist weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Er probiert es einfach mal. Er probiert es einfach mal aus der Distanz. Da fehlt nicht viel. Und jetzt Douglas Costa. Gabriel Jesus. Tolle Aktion vom Torwart. Jetzt wird es Ecke geben. Und Jerome Boateng aufmerksam. Gut geklärt. Klasse Technik. David Alaba am Ball. Thomas Müller. Nun Douglas Costa. Und jetzt Müller. Das könnte gefährlich werden. Gabriel Jesus. Tyson. Gabriel Jesus. Abgewehrt vom Torwart. Ja, das gibt Eckball. Ja, da können sie nicht entscheidend klären. Lukas. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Resolut geklärt von Blanc. Toni Groß jetzt. Bernard. Gutes Tackling. Nur Müller. Tyson. Anderson Talisca. Er spielt den Pass zurück. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Tyson. Spielt den Ball direkt zurück. Wichtig, den Ball hat er sicher. Der Angriff könnte was werden. Gute Chance. Shevchenko. Das ist noch gefährlich. Anderson Talisca. Könnte gefährlich werden. Müller am Ball. Groß. Er spielt den Pass auf den Flügel. Gutes Tackling auf außen. Tyson. Anderson Talisca. Gabriel Jesus. Das macht er gut. Toni Groß jetzt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Tyson. So, was machen Sie draus? Groß. Toller Pass. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Jetzt wird's gefährlich. Bernard. Ganz geduldig passen Sie den Ball da hin und her. Die Abwehr ohne rechte Chance da zuzugreifen. Sie beherrschen das Kurzpassspiel. Und Dani Alves. Und direkt zurückgespielt. Anderson Talisca. Er versucht's einfach mal aus der Distanz. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Toni Groß. Und Douglas Costa. Wird das seine Torchance? Lukas. Sehr gut von Jerome Boateng. Khedira.
Zanetti am Ball. Javier Zanetti. Klasse Zuspiel. Das könnte gefährlich werden. Und da kann er klären. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her. Und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Im Olympiastadion freuen sich alle schon auf den zweiten Durchgang. Es geht los. Und das gibt Eckball. Da können Sie erstmal klären. Jetzt müssen Sie aufpassen. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Nun Douglas Costa. Sie haben Platz. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Gabriel Jesus. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen. Das war ungefährlich. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schewtschenko. Klasse Aktion, Ball ist weg. Javier Zanetti. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und Lukas. Lukas! Den hält er völlig ohne Probleme. Ecke hier, das kann natürlich gefährlich werden. Da bekommt er Unterstützung. Jetzt gibt's Einwurf, nicht weit weg vom Tor. Anderson Talisca. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Ecke, jetzt wird's gefährlich. Jetzt der Schuss. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Und Khedira. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da gewinnt er den Zweikampf. Anderson Talisca. Gabriel Jesus. Schöner Pass. Achtung jetzt. Chance lebt noch. Freistoßentscheidung korrekt. Laurent Blanc. Jetzt Hummels am Ball. Und da verlieren sie den Ball. Javier Zanetti. 145 Spiele hat Javier Zanetti für die argentinische Nationalmannschaft bestritten. Eine unglaubliche Zahl. Er ist damit natürlich auch Rekordspieler der Albi Celeste. Müller, klasse. Das sieht gut aus. Und das Tor. Damit haben wir den Ausgleich. Sie sind mal richtig gut zurückgekommen in dieses Spiel. Und mit diesem Treffer haben sie den Ausgleich. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Und Lukas. Gabriel Jesus. Er zieht ab. Und direkt die nächste Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. D'Albert. Das könnte die Chance werden. Bernard. Gabriel Jesus. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Der Ball kommt rein. Schlechte Hereingabe, bleibt hängen. Gut gemacht, der spielt den Ball per Kopf weiter. Dani Alves. Weg ist der Ball. Wird das seine Torchance?
super dazwischen gegangen. Jetzt Lukas. Abwehr hat aufgepasst. Zanetti. Khedira. Toni Kroos. Auf außen ist jetzt Platz. Die Kugel ist weg, er kommt nicht vorbei. Gabriel Jesus. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Da trennt er ihn fair vom Ball. Shevchenko. Dalbert. Da geht Khedira gut dazwischen. Bernard. Nicht mehr lange zu spielen und es steht nach wie vor unentschieden. Schafft hier noch ein Team den Siegtreffer. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Jetzt Kroos. Nur Müller. Alaba. Da hat der Abwehrspieler gut mitgespielt und fängt den Pass ab. Und Dani Alves. Gabriel Jesus. Jetzt müssen sie aufpassen. Da passt er auf. 6 Minuten haben wir hier noch. Toller Pass. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt vielleicht. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Ganz, ganz wichtiges Tor, und das wissen Sie natürlich. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Gabriel Jesus. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er versucht es einfach mal aus der Distanz. Schade, der wäre fast drin gewesen. Ja, sah richtig gut aus. Genauso müssen Sie weitermachen. Khedira. Zanetti am Ball. Goretzka. David Alaba. Anderson Talisca. Dalbert. 3 Minuten Nachspielzeit wird es hier geben. Mit der vielleicht letzten Aktion könnten Sie hier noch den Gabriel Jesus. Alles wieder offen. Gabriel Jesus. War das wichtig. Ein ganz wichtiger Treffer und er lässt sich völlig zurecht feiern. Unterkante Latte und dann drin. Da passt da aber auch gar nichts mehr dazwischen. Das ist eine enge Kiste. Der kann ja auch rausspringen. So ist es ein klasse Tor. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Jetzt wird's gefährlich. Flanke auf Müller. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Nochmal Aufregung im Strafraum, es gibt Eckball. Jetzt kommt die Ecke. Immer noch gefährlich. Und jetzt Douglas Costa. Und der Unparteiische beendet die Partie. Sie geben